Liebe Kulturkommission, liebe Hanna Rauber, ich habe sie irgendwo gesehen, dort hinten. Geschätzte Anwesende, ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier im Kirchgemeindehaus. Wir haben eine ganz spannende Ausstellung, die wir im Dätschdachhaus heute bestaunen dürfen. Zwischen der Vergangenheit und der Zukunft liegt die Gegenwart. Das Vergangene zeichnet unsere Geschichte und wir sind ein Teil davon. Viele Geschichten und Schätze birgt unser Ortsarchiv. Wir sind sehr gespannt auf die vielen Archivalien, die uns die Vergangenheit näher bringt. Schön, dass Sie heute da sind, dass Sie mit uns die Eröffnung von dieser weiteren interessanten Ausstellung feiern mit uns. Nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Vielleicht werden kommende Generationen ihre Archivalien einmal eine Gesichtsmaske finden. Und viel später, nach unserer Lebenszeit, rätseln die Menschen und fragen sich, was haben die mit dieser Stoffmaske gemacht? Ist dann endlich die Gründung von der Stiftung Ortsarchiv Grabs gelungen. Heute wird die Stiftung von der politischen Gemeinde, von der Ortsgemeinde, von der evangelischen Kirchgemeinde und aus Spenden finanziert. Als Präsident vom Stiftungsrat bin ich stolz auf das Gedächtnis von Grabs. Dank dem unermüdlichen Einsatz von Tobias Liebbunner und weiteren Geschichtsforscher sind umfangreiche Verzeichnisse von unzähligen Dokumenten entstanden. Der Tobias ist bis im September 2019 der Grabser Ortsarchivar und noch heute ist er für das Ortsarchiv im Einsatz. Lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für deinen grossen Einsatz und für dein Engagement. Du bist ein Lebenslexikon und für mich auch das Gedächtnis von Grabs. Du bist aktuell der Grabser Kulturpreisträger und das ist die Anerkennung für deine grosse Arbeit für Grabs. Vielen herzlichen Dank für dein Lebenswerk. Wo sind wir jetzt da? Es gab mal einen Leseverein gegeben.
und überhaupt in der Gegend hat es Leseverein gegeben. Und da haben wir gefunden, dieser Ausstellung machen wir doch jetzt auch einen Leseverein. Da tun wir alte Bücher her, die zu dieser Zeit, aus dieser Zeit sind, wo es Leseverein gegeben hat. Dass man stöbern und anlangen kann, weil man oben bei anderen Sachen das Zeug nicht berühren sollte. Aber da darf man. Also ein Leseverein, also, wo sind die Bücher denn? Die hatten zum Teil Stempel drin, Leseverein Grabs, es hat einen gehabt, Leseverein Buchs Werdenberg, es hat auch das Buchs im Bahnhofbüchlein. Das war eigentlich eine Bibliothek in dieser Art? Ja, eine Art, ja. Das war einfach ein Verein gewesen, mit Mitgliederbeiträgen und Bussen, wenn man nicht kam. Ja. Was Bussen? Wie? Wenn man nicht erschienen ist, musste man einen Bus zahlen. Das war mit im Budget gewesen schon. Auf alle Fälle hat man dort dann ausgelesen, der Vorstand, was man für Literatur zutut. Das war ein bisschen gegen Schundliteratur auch gewesen, aber es war auch eine frühe Form von Erwachsenenbildung auf eine Art, oder? Man hat dann Bücher zugetan, hat Lesemappen gegeben, die umgegeben. Man hat dann aber auch, wie soll ich sagen, man hat dann auch da über Touristik, man hat französische Bücher gehabt, man hat Fremdsprachen gehabt, das ist, wie sagt man, gehoben gewesen, oder? Wenn man einmal etwas auf Französisch gelesen hat. Hat er doch vom Niveau her müssen stimmen? Ja, ja. Also am Anfang war es sehr bürgerlich gewesen. Und dann, wenn man so irgendwie, da kann man selber, wenn man so Karmai genommen hätte, ist natürlich nicht ganz so alt, wäre man gerade wieder mit einer Busse bestraft worden. Das weiss ich nicht, ob da schon Karmai als Schulliteratur gegolten hat, das weiss ich nicht, oder? Aber man hat wirklich auch Shakespeare, man hat ja, wirklich grosse Literatur auch gehabt. Und das hat man früher halt auch nicht vermögen, oder? Und dann hat es natürlich dann der Verein gekauft. Und vor allem auch Magazine. Wir haben da zum Beispiel ganz alte Schweizer Illustrierte oder Schweizer also Familien. Da ist es so, ja. Zum Beispiel da, das sind, muss mal schauen, das sind alte Schweizer. Illustrierte Zeitung hat das hier geheissen, schon rausgegeben vom Rinier. Die hat man nachher gebunden, ganze Jahrgänge. Und die hat man dann anschauen. Das sind also nicht nur Bücher, gewesen, auch Magazine. Ja, ja, ja. Und dann war es auch so, gewesen, dass die später sogar auch politisch aktiv waren. Und wir haben im oberen Stock dann auch noch... Woher hast du das alles? Ja, so gefunden im Archiv. Und es ist auch so, dass sie... dann irgendwie sich für etwas eingesetzt haben, in Grabs, schon dortmal, ich glaube 1905, für den ersten Body. Buchser hatten eine Badanstalt, gehabt, Grabs hatten keine, gehabt, wir haben es bis heute nicht. Was soll das sagen? 1905? 1905. Jetzt sind wir gerade beim Lukashaus dran, aber ja, wieder, aber es wäre kein Body, ein Body hat man immer noch nicht, he? Nein, also... Ja, und wie ist der Ausgang? Das ist politisch sehr interessant. Ja, ist sehr interessant, aber man hat immer am Geld geschaut. Am Geld gescheitert, sorry. Aha, ja, so. Es ist nie zustande gekommen. Ich glaub, aber man, abgestimmt hat man? Das weiß ich, das bin ich jetzt nicht ganz sicher. Oh, aber da könntest du mal noch recherchieren. Das ist ja, da will man recherchieren. Ich weiss nur, dass man bis heute viermal etwas hat wollen machen bis heute. Auch den Badsee hat es nicht gegeben. Ja. Also, das war immer irgendwie ein Thema, das nicht durchgekommen ist. Du bist ja wirklich das Gedächtnis von Grabs, ne? Was ja, nein, noch lange nicht. Aber ich muss mich jetzt da ein bisschen einschaffen bei Grabs. Ja. Das ist jetzt so, was im Keller, quasi im Keller gehört, ist wunderschön, gell? Auch wunderschön gemacht. Und eben, also, weißt du, wie lange bist du so dran gewesen? Hast du alles raussuchen natürlich und dann auch auflegen? Also, wir sind jetzt schon ein paar Tage dran gewesen, um das alles zu führen. Ja. Zuerst haben wir ein Konzept gemacht und dann, wenn man es dann vor Ort ausstellt, sieht man plötzlich, oh, das wäre auch noch schön und das wäre noch schön. Machen wir es wieder ein bisschen anders. Bist du mal da, wenn die Ausstellung offen ist? Ja. Ja, ich bin es ist gerade eben, gell, so Sachen sind auch noch dann interessant, wenn jemand da schon irgendetwas erzählen kann. Ja, also wir haben auch drei engagierte Leute, die kommen, also die bis Liebhunder kommt. Mhm. Und dann ist auch noch der Dachi, Andreas Eckenberger, der kommt und der Schorsch Schuler. Das ist dann so die Fachkompetenz, die dann da ist auch. Ja, ja, ja. Und dann hat es noch weitere Räume, gell? Ja, ja. Können wir mal schon hören. Ja, ja, genau. Gut. Also, wenn das noch schnell willst, schauen, das ist es. Auf jeden Fall. Das ist das Urbar von 1463. Das hier? Das ist das älteste, ja. Genau, das habe ich schon mal in einem Film mit dem Debes gemacht, genau. Ja. Aber die Jahrzahl, was hast du gesagt, wann? 1463. Ah, das siehst du, das ist alles angeschrieben. Ja, und das Original haben wir nicht wollen ausstellen, das ist zu kostbar. Ja, 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 ja. Und Urbar, was für die, die sich alle fragen, was ist das, wo nur die Bar verstehen? Und Ur, was ist ein Urbar? Ein Urbar, das ist ein Buch, das früher... Heute hat man, wie sagt man dem? Also dort ist einfach geschrieben, wem was gehört an Land. Also heute ist das eine Art Grundbuch. Ja, ja, oder? Ja.
Und früher hat man das in einem Urbar festgehalten, dem gehört das Stück Land und noch den Weg oder so. Wie so bunt verfasst, ja, genau. Und daraus hat man natürlich einen Haufen Informationen, wie das überhaupt früher geregelt war mit diesen Grundstücken und Häusern und Strassen. Hast du mit dem Hans Stricker Kontakt gehabt? Wegen dem nicht, nein. Ja. Aber er hat, wir haben sie auch da, genau. Das, was später war. Genau, das ist natürlich sehr interessant. Und man weiß eigentlich auch das. Es hat einmal von David Fetsch ein Büchlein gegeben. Er hat es einmal transkribiert. Und ganz früher hat es noch eins gegeben, da, das neu entdeckte Grabsurbar von Beret. Und das wäre so ein Projekt, wo man noch würde sagen, das sollte man noch einmal aufarbeiten und noch einmal neu machen. Du aber das ist einfach ein Projekt. Voll motiviert immer noch, gell? Ja. Also du vermisst deine Marketing-Radio-leitende Aufgabe nicht? Nicht wirklich. Du machst jetzt Marketing-Grabs, gell? Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja gut, aber Standard-Marketing ist ja manchmal auch ein bisschen ein Wissen um das, was schon war. Also, ja, ich glaube, dass überhaupt das Haus mit, zusammen jetzt mit dieser Ausstellung, zusammen mit dem Archiv natürlich, wie soll ich sagen, ein Marketing Gag ist nicht nur ein Gag, es ist wirklich Marketing. Also man tut nicht etwas kreieren, sondern es ist. Oder? Gell, habe ich eben das Gefühl. Ja. Ja. Vom Ersten Weltkrieg haben wir hier Mobilmachungsplakat aufgehängt. Wir haben ein Telegramm, das verschickt haben, Grabser. Das ist also auf Grabs bezogen. Also was ein Telegramm und wer? An die Bevölkerung. Aha. Das ist ein Tag, bevor die Mobilmachung war. Wir haben hier Rationierungskarten auf Forderung von oberster Stelle. Wir haben hier die Extra-Züge, die sind während der Kriegsmobilmachung. Extra-Züge? Ja. Und die Leute haben die Soldaten nicht mehr einrücken. Und dann war es ja auch so, dass nicht mehr alle Züge gefahren sind, oder? Nur ein Teil. Und dann haben wir dort hinten noch ein Fototableau von der Grenzbewachung. Von 1914. Und dieser Teil hier ist 1939, halt dann vom Zweiten Weltkrieg. Aber nicht ganz so viel, aber man sieht, auch hier war rationiert gewesen. Und zwar auch Textilien, also nicht nur Milch und Brot oder so oder Fleisch, sondern auch Textilien, Schuhe und so weiter. Musst du sagen, also das ist schon hervorragend. Gell? Du hast schon Haufen Ausstellungen sicher auch schon mal besucht und gesehen, aber was du da zusammengebracht hast in dieser kurzen Zeit erklärt, das ist schon recht tiefgreifend. Und weißt, wie bist du auf die Themen gekommen? Es gibt ja häufigweise Themen natürlich, oder? Es gibt eigentlich von diesen verschiedenen Archiven, die wir haben, überall Protokollbücher, es gibt überall Kassenbücher, es gibt überall fast ein bisschen das Gleiche. Und darum haben wir geschaut, dass wir von all diesen Archiven möglichst ein bisschen einen anderen Aspekt zeigen. Eben, du bist schon irgendwie einfach immer noch eine Marketingfrau, gell? Also, ja, ich denke mir schon, nicht? Ich weiss es nicht, aber ich... Ja, es geht halt darum, um etwas wirklich unter die Leute zu bringen. Ein Archiv allein nützt ja gar nichts. Ja, ein Archiv ist, der Nigi hat es heute gesagt, es ist kein Lager, oder? Und kein Magazin, sondern es ist eigentlich eine Forschungsstelle. Für Historiker oder für überhaupt Leute, die über ihre Verwandten wissen wollen. Ja. Wo vielleicht irgendetwas haben im Archiv. Oder? Also da kann jederzeit jeder Mann kommen und muss sich einfach anmelden und das Thema sagen und wir machen ihm das Zeug bereit machen und er kann es vor Ort anschauen. Und also, herkommen, da kann man jetzt auch. Wie lange? Zwei Wochen? Drei Wochen? Vier Wochen? Also das Mal ist es jetzt einfach das Wochenende und nachher noch das nächste Wochenende. Und nachher? Und nachher ist die Ausstellung fertig. Aber man kann natürlich jederzeit ins Archiv später kommen. Da denkt man plötzlich, oh, das würde mich interessieren. So, dann kann man das auch im Archiv anschauen. Da kommt man her, du kriegst einen gewissen Lohn über und das war's. Ja. Also es ist einfach so, man muss sich anmelden. Ich aber zahlen muss man sicher auch, oder? Also, nein. Auch nicht? Nein, das ist gratis. Okay. Also, wir stellen es gratis zur Verfügung. Stellen. Das sind Bücher aus der... Schulbibliothek, wir haben eine Schulbibliothek, das ist das Archiv. Dann haben wir die Schulhäuser. Wir haben einen Auszug von der Schulbuchbibliothek. Wir haben extra eine gemacht. Wir haben so viele alte Schulbücher gehabt, dass wir eine eigene Schulbuchbibliothek gemacht haben. Ja. Ja, das ist ja schön. He? Da kann man drinnen blättern. Ja. Hast du etwas gefunden da? Ja. In diesen Schulbüchern hinein? In diesen Schulbüchern? Ich bin da hinten, was? Die Jahreszeiten der Menschen. Hoi, hoi, hoi. Und da heisst, ich bin ja über 90, oder? Und da heisst, zum Kind geworden. Das ist ein ganzer Herz. Ja, das ist lustig, gell?
Ja, es ist interessant, es macht betroffen. Ja. Und da auf dieser Seite heißen wir noch von der Kirchgemeinsache. Ja. Oder? Da hat die das alte Abendmahlsteck, das wir hier haben, von 1906. Und da haben wir eine schöne Blaupause von einer Orgel, die es mal gegeben hat in der Kirche. Also die existiert nicht mehr, aber die hat man mal gebaut und dann haben wir die ganzen Dokumente dazu aufgestellt. Und dort haben wir noch einen Mantel in schwarzen, von dem Brauch, den man früher da gemacht hat, über das Mantel. Tanni Rauber, das Gedächtnis von Krebs, der Diebeslippuner, die Beden und dann vielleicht noch der Dachli dazu und sonst noch jemand. Also wenn man einem das erklärt, ist ja wirklich höchst interessant, was man hier alles anschauen kann. Auch für Nicht-Interessierte, ganz sicher wird es interessant, wenn ihr hierher geht. Zwei Wochen noch könnt ihr im Tetschhaus oder im Tetschdachhaus, aber eigentlich ist es ja Tetschhaus, weil Tetsch ist das Dach, also dem Tetschhaus das anschauen und sonst dann eben im Archiv. Jetzt aber nochmal zur Hanni Rauber. In dieser Vitrine hat es die ganz uralten Bücher von der Korporation der Bürger. Also von denen, die im Städtli gewohnt sind. Und da sieht man, da hat es uralte Protokollbücher, es hat Geschlechtsregister. Das sind die ersten Statuten, die es gehabt haben. Und da haben wir natürlich ein paar Fotos dazu gemacht, dass man sieht, aha, das sind Bürger vom Städtli. Wo hat zu Krebs gehört natürlich, ja, gell? Wo zu Krebs gehört. Einfach dort, wo der See anfängt zu werden, Buchs. Ja. Und dort in dieser Vitrine sind sie ein Steurer. Was ist das, Steurer? Steurer? Da müsstest du eigentlich den Debis genau fragen, was das sind. Es sind einfach dann nicht Bürger gewesen. Aha. Die Steurer, die haben auch Steuern eingezogen, aber die haben nicht im Städtli gewohnt. Aha. Und das sind Akten. Hat schon damals zweierlei Leute in dem Fall, he? Ja, ja. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, und die haben wir hier in dieser Vitrine. Wir haben hier überall Büchli. Das, was der Diebes geschrieben hat und Listen und gemacht hat, haben wir hier überall dazugehängt. Ja. Dann können wir, die es interessiert, können hier nachlesen. Oder? Und dann haben wir auch noch die säurefeste Schachtel hier unten, um zu zeigen, wie es dann eigentlich verpackt wäre, am Exus. Säurebeständig, gell? Und alles Mögliche. Ja. Alles Brandschutz gesichert. Ja, also der ganze Raum ist, ja, ist im Keller unten und der ist geschützt. Ja. Und etwas, was ich ganz schön finde, ist die Karte, die wir hier haben. Ein Plan. Kreienwald oder Krähenwald, oder ich weiß nicht, wie Grabser das sagen. Von Hand zeichnet. Und der Wald ist mit Tänneli gezeichnet, mit Schatten. Ja, das ist wahnsinnig. Das ist fast wie wir in der Schule. Wenn wir die Schüler zuteilen, haben wir eine Grabsenkarte und tun wir nicht alleine. Wir tun nicht alleine. Ja. Wenn wir das vielleicht einmal ausstellen, so in 50 Jahren, ist das vielleicht auch nicht mehr speziell. Ja, wer weiß. Wer weiß. Da ist auch noch mal einer, Gouverne. Also, sie haben sich hier schon extrem Mühe gegeben, um schöne Pläne zu machen. Ich muss sagen. Weil das ist alles eine Handarbeit. Ja, ich glaube, da gibt es einen Haufen natürlich, das zu erzählen, aber am besten man kommt einfach daher, oder? Ja, am besten kommt man daher und schaut. Zum Beispiel auch die ganze Geschichte vom Kopieren, das finde ich auch noch ganz lustig. Ja, da. Ja. Und mal schauen, das da ist ein sogenanntes missives Protokollbuch. Ja. Und wenn die Gemeinde dort mal einen Brief geschrieben hat, hat man noch nicht kopieren können, dann haben sie ihn einfach nochmal geschrieben. Das war dann die Kopie gewesen. Der, den man geschickt hat, und dann hat man einfach den Brief nochmal da drin geschrieben. Dann hat man eine Kopie gehabt. Später hat man dann so Kopierbücher gehabt. Zuerst so die Durchschläge, oder? Zuerst auf Hand geschrieben und dann mit der Schreibmaschine geschrieben. Später hat man angefangen, Xerox-Kopien zu machen. Man hat Mikrofilme gehabt, Kassetten, Disketten, CDs, Festplatten, Stick und heute ist alles auf dem Surfer. Das ist unglaublich, gell? Das ist wirklich noch interessant. Aber gleich drückt man einen Haufen. Das ist mir schon aufgefallen. Ja. Aber da sieht man so ein bisschen, wie das früher ausgesehen hat. Ich merke schon, du lebst auf, gell? Wenn du so etwas machst. Ja, es hat wirklich Spass gemacht. Ja, ja. Ja, gut, okay. Also, man könnte es sogar besuchen, zwei Wochen lang, hast du gesagt. Ja. Da tun wir es schnell mal rein. Machen. Immer vom 10 Uhr bis am Abend um 5 Uhr. Wir können vielleicht gerne mal ins Archiv schauen. Ja, wäre toll. Ich noch einen ersten Brief, den er mal mit dem verkehrt hat. Aber also, er hat ihn nicht näher gepönt. Aber dann hat er nicht ihn. Wohl, er hat ihm dort die Adresse von meiner Schwester. Also er hat ihm es dort, denke ich, auch geschickt. Und da ist er gerade rausgekommen, wer das sei. Und ist da drum
weil dort sind schon die halb wie er. Ja. So ist es gegangen. Aber er hat ihn, also, hat ihn nicht näher verzögert. Also, er sagt, er sei aber jünger gewesen als er. Hat er gesagt, man hätte es unter den Haras gefunden? Nein, selbst in anderen gewesen, selbst in viele Eltern. Was hat mich so beschäftigt? Nein. Ich bin doch mit diesen Steuern. Haben wir aber da ein Geschäft gegessen? Ja, die haben noch, die Steuerer haben noch lange, eben bis in die 1970er Jahre, haben sie auch noch Sitze gekauft. Bist du nur dort gewesen, bei den Steuerern? Ich bin natürlich. Ja, ich auch. Weißt du, der Rüdersen? Aus Platzgründen haben wir es dann auch da durchgenommen, zu den Burger her. Ja, also nicht da durch. Ins Archiv da hin. Aber du, wir haben den Burger mit den Steuern zu tun. Ja, aber das Land gehört hat im Schöffli. Das Haus hat ja im schönen Schöffli. Ja, nicht da. Aha, das ist hier in diesem Block. Das kann ich nicht sein, dass das da in der Nein, nein, nein. Nein, weißt du, dort sind die alle. Steuerer meinst du? Ja. Burger. Das habe ich nicht gewusst. Da müssen wir den Debes fragen. Ja, das ist halt kompliziert. Also kompliziert. Also von den Steuern hat man die ältesten Akten sind 1578. Ja, ja. Wo man wo schriftlich. Ja. Vorhanden sind. Und die sind schön, also bitte. Ja, ja. Und die sind natürlich klar viel älter. Und Burger nimmt man jetzt an, dass sie mit den Grafen schon gekommen sind, wo sie das Städtchen gemacht haben. Und die Mauern haben die natürlich auch Leute gebraucht. Und die Burger sind eigentlich mit den Grafen hergekommen und haben bis letzt all mehr Recht, also ja, gewisse Privilegien gehabt. Auch bei den Glarnern noch, nur so viel, aber sie haben schon noch gehabt. Aber die Steuern, das hat mit Steuern zu tun? Ja, die haben das so beschrieben, weil sie haben eben müssen Steuern zahlen und Burger nicht. Aha. Und Burger sind nur die gewesen, die im Städtli in den Mauern gelebt haben. Wir zwei wären sehr Steuerer gewesen. Ja, logisch. Ich als Vorburger auch. Ja, du wärst gerne Hinnersaß gewesen. Der Debes, wie er lebt und lebt. Natürlich der Vorburger kann grapsen, Hinnersaß, er, der Lippuner natürlich nicht, ist ganz klar. Ja. Also höchst interessante Erkenntnis, die man hier in dem Tätschhaus überkommt. Geht doch her. Zwei Wochen lang noch im Tätschhaus und sonst ein kleines bisschen weiter links im Keller vom Block drin, im Archiv.